Ich habe einen Turtel. Alter, wie man immer an dem Stein hier festhängt. Ich habe einen Turtel. Alter, ich habe manchmal solche Frame, also manchmal so ganz kurzzeitig Frame Drops und dann ist alles wieder gut. Ich habe einen Turtel. Scheiß auf deinen Turtle, Junge. Oh Mann, ich kann nicht springen. Ach so, ach, ist auch an dem Stein. Ja, ich habe auch an so einem Stein habe ich gehangen. Nee, oder? Okay, ich würde sagen, wir laufen hier an der Klippe weiter lang, oder? Müsste erstmal hochkommen. Ja, da ist er ja. Ich bin oben. Ich sammle inzwischen mal ein paar Leaves. Man kann auch nur noch 16 Blätter haben, ist das richtig? Oh, hier sind blaue Beeren bei mir. Anscheinend schon. Alter, hier sind übelst viele blaue Beeren. Erstmal alles wegsnacken. Captain Blaubeer. Oh, hier ist ein Eingeborenenhaus. Alter, da hinten ist das große Eingeborenendorf. Da müssen wir rein, da gibt's bestimmt übelst Loot. The Big Nest. Was ist denn Hä? das? Ach, Seile. Warum liegen die denn einfach so auf dem Fußboden? Hier sind auch noch welche. Die habe ich schon. Can't carry any more ropes. Ach so. Nee, ich auch nicht. Ich bin auch voll. Hier liegt noch Alkohol bei mir. Oh, schon wieder blaue Beeren. Wie viele blauen Beeren hier sind, ey. Einfach mal ein paar snacken. So, ich gehe zu dem großen Dorf hier hinten in der Hoffnung. Hier ist übrigens auch ein kleiner Teich, wahrscheinlich. Könntest du hier dein... Oh, was machst denn du da hinten? Gucke mir gerade diese Wände hier an. Ah, schön. Wahrscheinlich haben die in diesem Teich ihre Exkremente entladen und sich selber damit beworfen. Klar, Steve. Klar. Das mache ich auch immer. Alter! Ein Stock. Alter, was... Alter, was haben die denn mit dir gemacht? Warte. Der Gute. Ach du Scheiß. Der sieht ja nicht. Wenn ich das jetzt sehe, wie der Fall, wie der in der Luft hängt. Kann man die Dinger hier aufschlagen? Nö. Die? Nö. Ach, Ja, das kannst du aufschlagen. muss. Oh, da sind Cola-Dosen drin. Das ist ja geil. Cola Doses. Oh mein Gott, more Cola Doses. Wie viele kann man davon aufnehmen? Gibt's da irgendwie... Kork. Also ich... Cola Doses. Ich habe erstmal ein paar, was sehr gut ist. Oh, da liegt noch Alkohol. Oh, more Cola Doses. Alter, was war denn das? Hast du so gestöhnt? Nee. Ich hab... Beim Schlagen. Doch, das kann sein. Hey, was hab ich denn hier gerade in der Hand gehabt? Der hat gerade irgendeinen Zettel in der Hand gehabt. Echt? Was für ein Zettel? Wo bist du? Ja. Na, ich weiß nicht. Ich hab den Found Passenger Seat 1. Aha, okay, die haben... Das ist irgendwie so ein. Hä, wo finde ich den jetzt wieder? Oh, hier, neben dir! Was denn? Neben dir stand einer direkt. Hier! Hier ist er. Hier ist noch einer oder eine. Oh. Stirb! Ich liebe es, Frauen zu zerstückeln, Alter. Stirb, du Sau! Der ist tot. Die ja auch. Aber ich haue weiter drauf. Ja, ich würde den Kopf von dem. Na, komm schon! Der lässt seinen Kopf. Seinen Arm habe ich, toll. Ah, jetzt habe ich einen Kopf. Und seinen anderen Arm. Ich brauche noch ein Bein. Eigentlich müssten wir die verbrennen, aber das sollten wir erst machen, wenn wir ein Dorf haben. Weil, wenn wir die verbrennen, dann kriegen wir von den Knochen und das ist echt geil. Ist so ein Lagerfeuer, kann man das nicht einfach anzünden? Weiß nicht, ist das anzündbar? Ja. Echt? Nee. Kannst du anzünden? Nee, doch nicht. Quatsch. Warte mal, vielleicht muss ich die auch erstmal einfach mal hinlegen. Alter, wie die auf einmal ankamen. Nee, schade. Vor allem, die standen einfach Der da. stand einfach neben dir, hat nichts gemacht. Der stand einfach neben dir, hat dich angeguckt und ich so, ja. Ach, ich habe jetzt auch Oh. diesen komischen Eintrag gefunden. Wo bist denn du eigentlich? Hier bei den Leichen. Die hatten hier noch Schokoriegel, deswegen. Hier ist noch so ein Laptop. Ja, ich habe auch schon einen zerhauen, das könnte der gewesen sein. Hier ist auch noch einer bei mir. Ich hab auch einen zerhauen. Alter, ist ein. Oh, Alter, nee, oder? Alter, geil. Ach so, man muss sich jetzt... Was denn? Nicht?
Man muss sich jetzt übrigens auch echt waschen, wenn man mit Blut befleckt ist, weil man kann davon infiziert werden mit irgendwas, also mit einer Krankheit, und dadurch wird man dann, verliert man beispielsweise Gesundheit oder irgend sowas. Das heißt, am besten irgendwo. Also, ein Lizard. Wow. Ja, ganz toll. Ach, ich. Alter, bleib da mal stehen! Ja, ich? Nein, der Lizard. Ach, ist jetzt egal. Ich bin hier hinten. Oh. Da hinter dir! Da ist Oh, da er! ist ein Lizard. Komm her, du Mistvieh. Bleib. Au! Jetzt. Was ist das für ein. Wie die einfach nur alle im Kreis laufen, ja, und dann komplett Toll. verarschen. Hä? Auch da? Ach nee, ich hab Oh, keinen Bock ist mehr. mein Gott. Erstmal weiter. Chris, noch 10 Minuten haben wir Zeit. Ja, wir sammeln hier noch ein bisschen rum und gucken uns noch ein bisschen die Insel an. Ah, scheiße, wir müssen dann aber auf jeden Fall noch einen Shelter bauen, damit wir speichern können. Ja, das dauert ja nicht so lange. So, ich guck mal die. Alter, da! Hier, Was denn? guck mal, komm mal her! Na, warte! Was ist das? Ich hab ein Bild von Timmy gefunden. Ich hab die Farbe aufgenommen. Ich auch. Also du bist jetzt mega rot. Du auch. Hä, das hab ich das bei Kronk oder bei Sarazar gesehen? Da waren die auch mega rot. Ja, aber ich bin doch Vielleicht ist das irgendwie, muss man damit irgendwas machen? Vielleicht erkennen einen die Eingeborenen dann nicht oder sowas. Das kann natürlich gut sein. Ja, super. Jetzt, wenn es regnet, wenn das Spiel so fortgeschritten ist, dass die Farbe jetzt bei Regen abgeht, dann. Also dann ist schon heftig. Nee, es sieht nicht so aus. Nee. Nee, es sieht nicht so aus. Nee, aber ich glaube nicht. Also ich bin immer noch in der Farbe. Aber wir müssen mal irgendwie einen Bach finden, damit wir uns abwaschen können, weil wir sind in Blut gedrängt und das ist nicht so geil. Ach ja, vielleicht war das einfach nur Blut. Wo bist denn du? Ich bin hier hinten. Da. Das ist vielleicht Boah! einfach nur Blut. Hier ist ein Ja. Riesensee, also hier können wir auf jeden Fall uns abwaschen. Aber es gibt jetzt Krokodile, scheiße. Oh fuck. 3 Monate nicht gespielt und Also die direkt ein Farbe anderes ist jetzt Spiel. ab bei mir. Aber ich musste mich halt abwaschen, weil. Wie das aussieht, ey. Ey, hier Cool. habe ich dich doch mal gefunden, wenn ich hier weitergelaufen bin. Da war doch dann diese eine Höhle, wo wir gemacht haben, wo du aus der Höhle rausgekommen bist, wo du dein Burrito gegessen hast. Wo der ein liebe Zuschauer mich darauf hingewiesen hat, dass das absolut assi war. Ja. Hätte man auch netter schreiben können, nein, Spaß. Oh, es ist verständlich. Ja. Das war, glaube ich, hier irgendwo ganz in der Nähe, da hinten irgendwo. Bin ich der? Wenn du zuguckst, du kannst gerne mitspielen. Oder Kurs? Was? Ah! Der kann gerne mit bei der Forest Da ist übrigens auch mitmachen. das Cockpit. Sehr, sehr geil. Wie ich immer noch mein Feuerzeug in der Hand habe und der das immer wieder anzündet, das Ja, gar nicht ich hab reingenommen. das aber auch an. Scheiße. Wieder das über Wasser, das sieht aus. So, was haben wir hier im Cockpit? Ah, die Piloten. Oh ja, klar. Oh. Vielleicht ist hier noch ein Hinweis zu Timmel. Ah. TV-Stars Wife. Hast du die Zeitschrift gefunden? Ja, das sind dann anscheinend Das wir. sind wir. Hier ist eine Ja, die Leuchtpistole. habe ich auch gefunden. Okay, sehr geil. Also wir sind auf jeden Fall. Also wir sind also anscheinend ein TV-Star. Wir sind TV-Star. Kronk. Wahrscheinlich wollten wir mit unserem Sohn irgendwo hinfliegen und sind dann abgestürzt. Also wahrscheinlich hatten wir eine Pressekonferenz oder irgend sowas. Nee, oh. Das hätte ich auch rausgefunden, wenn ich das jetzt nicht gelesen hätte. Ja, sorry. Das. Ein Regenbogen, oh schön. Wo? Auch da. Na, da wo ich hingucke. Oh, ist das schön. Lass uns weiterreden. Ja. Du vor allem, du standst gerade am. Oh. Da oben. Die schnapp ich mir, die Alter. Eine Schildkröte. Nein, die Fresse! Oh, mach die Beine zusammen, Junge! Ja. Ich hab so. Ich nehme sie mit. Nee, du hast sie. Lass uns die verbrennen, wir brauchen die ihre Knochen. Scheiße. Was hast du mit der gemacht? Alter, was Nichts. ist denn das hier? Hier ist ein. Wie du immer alle 2 Sekunden irgendwas Hier ist findest. ein Flares, hier ist ein voller Koffer voller Flares.
Volle Koffer voller Also Flares. ganz viele Koffer mit Flares sind hier oben. Volle Koffer voller Flares. Das ist eine geile Line. Halt. Volle Koffer voller Flares. Boah, das sieht gerade echt schön aus. Wo bist du? Guck mal. Ja, wir müssen die irgendwo verbrennen, am besten. Junge, hast du sie noch alle? Oh, hier ist ein PC. Soll ich die jetzt die ganze Zeit Ja, rumtragen, trag damit die du sie mal. was zum Verbrennen gefunden hast? Einfach ein scheiß Lauf, Na, Digga. ich. Ja, wir bauen uns jetzt hier einen Shatter hin. Ein Ja, Shader. was machst du da? Oh, Hier Chris, Shader. sehen wir eine Riesenschildkröte in ihrer natürlichen Umge in ihrer natürlichen Umgebung. Dahinter sehen Sie einen Schimpansen, der gerade etwas. Nein, was haben Pardon. Sie getan? Das war die letzte lebende Schildkröte dieser Okay, Rasse. ich baue jetzt hier oben einen Shelter hin und ein Feuer und dann machen wir hier sicherlich die erste Aufnahmesession. Stopp. Droppen wir noch die Leiche hier hin. So, als erstes ein Feuer. Ich mache aber nur ein Basic-Feuer, oder? Wie sie sich vorher immer noch das Buch angucken. Ja. So, Basic-Feuer steht. Das zünde ich mal an und dann schmeißt du die mal auf das Feuer. Ich stelle meinen Schalter hier hin, ja. Hier hin. Ja, genau, stell den da hin. Ich baue mir ja auch noch einen zweiten. Muss ich ja, weil sonst können wir nicht abspeisen. Also, ich brauche noch 8 Stöcker. Ja, das war's. Okay, Blätter brauche ich auch keine. Wo hast denn Oh. du die hingelegt? Ach, hier. Was? Hier kann ich. Okay, die alte brennt jetzt. Ist sie schon gar? Ich glaube nicht. Wir dürfen es nur nicht verpassen. Scheiße. Wir dürfen nur nicht scheißen. Hä, wo findet man denn hier Stöcker, Alter? Ich finde. Wie die da drauf nicht. Direkt am Genital verbrannt. Ich brauche noch einen Haufen Stöcker, ey. Hier unten sind welche. Hey, lassen die Büsche hier keine. Du kannst mir nicht erzählen, dass man aus den Büschen hier keine Stöcker kriegt. Das sind überall. Hier unten, wo ich bin, sind übelst viele. Oh, na dann komme ich da mal hin. Ja, da komme ich nicht wieder hoch, Alter. Na klar. Stöcker, Stöcker. Oh ja, hier. Oh, scheiße, da hinten laufen Eingeborene. Wir müssen uns beeilen. Ich bin fertig. Aber ich noch nicht. Ich glaube auch noch nicht. Nee, scheiße, ich brauche noch ein oder zwei, oder? Nee? Scheiße. Ja, ich bin fertig, es hat gereicht. Fuck. Dip, Ich bin, glaub, noch nicht fertig. dip, 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 dip. Ist die schon verbrannt? Ach so. Ja, die hat Knochen fallen lassen. Da bin ich. Okay, ich bin fertig. Ich sichere jetzt meinen Spielstand ab. So, abgespeichert. So, oh, warte. Ich Ich auch. habe gespeichert. Das heißt, wir sind hier schon mal. Ja, wir haben wenigstens eine schöne Gegend erwischt. Ach, ich würde. Also wir müssen uns in der nächsten Aufnahmesession, die wahrscheinlich schon nächste Woche sein wird. Nein. Was? Ja, klar. Alter, guck mal bitte hinter dich. Und Dahin, das ist das Schneegebirge da hinten. Du kannst den ganzen Berg besteigen. Ja, echt? du Ist ja kommst auf den cool. Berg hoch. Aber da müssen wir echt ausgerüstet sein, wenn wir da hin wollen, weil du kannst erfrieren mittlerweile und da brauchst du Rehhaut und so, um dir warme Kleidung und alles zu machen. Ist ja cool, dass man da bis hochkommt. Ja gut. Krass. Also, in der nächsten Aufnahmesession kümmern wir uns weiterhin um unsere Ausrüstung und fangen dann sicherlich auch mal an mit Bauen. Ich meine, im Moment haben wir uns halt nur umgeguckt, aber das war ja auch klar, weil, ja, wir mussten halt uns erstmal wieder mit dem Spiel ein bisschen vertraut machen, erstmal ein paar Ressourcen sammeln. Und jetzt haben wir ja wenigstens ein Lagerfeuer und immerhin zwei Shelter stehen. Das heißt, wir haben für die nächste Aufnahmesession einen guten Start und Steve zappelt hier wie so ein Verrückter herum. Hörst du denn mal auf, verdammt? Au, au, egal. Mann. Sorry.
Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Aufnahmesession. De Forestos Popestos. Domestos. Sucestos. Lamestos. Oh, Junge. Okay, und ja, also, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin, haut rein. Macht's gut, Freunde. Macht's gut und Mr. Twistoff ist da das letzte Wort. Ja, also, es war einmal. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ja, also dieser See hier. Macht's gut, Freunde. Scheiße, ich wollte dich eigentlich. Tja, du Fett. Du Drecksack. Oh, jetzt beende einfach die Aufnahme. Okay, Leute, also bis zur nächsten Aufnahmesession und macht's gut. Ciao und Tschüssili. Tschüss.